Ist Klimaschutz eigentlich für euch wichtig in irgendeiner Form? Ja, schon. Und was, wenn ich fragen darf, was bedeutet für dich Klimaschutz? Also man sollte halt immer vorsichtig mit der Natur sein, damit auch die Generationen nach uns auch noch schöne Natur haben. Klimaschutz ist für uns relevant, weil wir sind die Zukunft und das, was wir nicht schützen, das haben wir dann im Endeffekt dann nimmer und das müssen wir dann wieder aufbauen, theoretisch. Und würden wir gleich schützen, dann müssen wir es nimmer aufbauen. Also für mich ist Klimaschutz sehr wichtig und ja, für die ganzen Tiere und so, weil ohne die ganzen Tiere und Bäume und so können wir Menschen auch nicht leben. Habt ihr irgendeine Idee, was ihr jetzt tatsächlich in eurem Leben macht, um zum Beispiel das Klima zu schützen? Also ich habe für den WWF gespendet. Du spendest für den WWF zum Beispiel. Und was machst du? Also in unserem Alltag zu Hause, da tun wir schauen, damit wir viel recyceln und so und auch wiederverwenden. Das heißt, ich fahre manchmal mit dem Rad oder zur Not nehme ich das Skateboard, was ich vor 2 Tagen bekommen habe. Ich nehme dann einen Zug. Also ich fahre zum Zug. Ja. Mehr grüne Energie mit Windrädern oder Solar und nicht so viel Kohle oder Öl verbrennen. Für mich hat Klimaschutz kein Geschlecht, weil so zum Klimaschutz kann ja jeder beitragen. Wenn du jetzt zum Beispiel männlich wärst, der Bursch wärst, würde sich in dein Leben was verändern? Ich glaube, jetzt ist es noch nicht so schlimm, aber umso älter ich werde, umso mehr Unterschied gibt es in den Geschlechtern auch und wird man auch anders behandelt. In der Industrie oder so sind es mehr Männer als Frauen immer noch und es ist halt noch immer nicht gleich, aber es ist auch schon in einem guten Weg. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten 5 Jahren, hoffentlich. Obwohl sie sozusagen mehr gebildet sind, den Job nicht bekommen, nur weil sie eine Frau sind und Männer, die vielleicht viel unterqualifizierter sind, nur wegen ihres Geschlechtes den Job bekommen zum Beispiel. Bei den jüngeren Herren wird schon mehr, die interessieren sich mehr, die machen auch mehr mit, das merkt man schon, aber da ist das Verhältnis noch nicht so ausgewogen, sage ich jetzt einmal. Das Bewusstsein steigt, in den letzten Jahren habe ich das so ein bisschen nachverfolgt, das kann man beobachten. Und die Nachhaltigkeit ist aber trotzdem privat beim Einkaufen, beim Konsum immer noch eher weiblich. Finde ich eigentlich nicht so, weil wir Männer sind schon auch anpassungsfähig und wir versuchen schon auch mit der Zeit zu gehen. Und das Macho-Gehabe, glaube ich, von denen kommen wir jetzt langsam weg. Jetzt frage ich dich mal so spontan, möchtest du einmal Familie gründen? Ja. Kannst du das vorstellen? Und wer ist dann zuständig für die Kinder? Nicht Frau. Warum? Weil es schon immer so war. Ich glaube, dass bei uns gerade im ländlichen Bereich der große Unterschied ist noch und ein bisschen das klassische Rollengeschehen noch stattfindet. Also die Frau ist dann eher zu Hause und kümmert sich um Kinder und den Teil der Landwirtschaft, der irgendwie zu Hause abläuft, während der Vater da draußen ist und die Felder bestellt und dergleichen. Ne? Also ich bin schon lange politisch tätig und man hat immer noch das Gefühl, dass man eben, wenn man als Frau politisch tätig ist, nicht so sehr geachtet wird mit seinen Meinungen oder auch mit dem, was man umsetzen möchte. Manches Mal eben dann auch Schwierigkeiten herbeigeführt werden, ganz bewusst, damit man also nicht zum großen Erfolg kommt. Also ich denke schon, dass es noch eine Diskrepanz gibt zwischen den Geschlechtern. Wer tut eher das Klima schützen? Naja, das ist sicher die Frauen dann. Und warum? Warum? Ich glaube, weil die mehr an die Zukunft denken, mehr nachhaltiger denken. Obwohl ich muss sagen, in meiner Klasse habe ich etliche Burschen, die eine Landwirtschaft zu Hause haben und die sind auf dem Gebiet auch gut drauf. Die kennen sich da sehr gut aus. Und punkto Bodenzerstörung und solche Sachen, Bodenversiegelung, da sind meine Burschen oder einige Burschen meiner Klasse sehr gut drauf. Wenn was immer so war, dann muss ja nicht in Zukunft so weiter sein, oder? Das weiß ich nicht. Über das habe ich mir keine Gedanken gemacht. Okay, das ist vielleicht eine Anregung für die Schule, Gedanken zu machen. Gedanken zu machen, wie könnte es sein, wenn man es anders angeht oder dieses Rollenklischee einfach einmal auflöst, ne? Geschlechtergleichstellung, Klimaschutz, hat dieser Vergleich oder dieses Zusammendenken eine Relevanz? Naja, da ich Ernährung und Lebensmittelverarbeitung unterrichte, denke ich mir, ist ja das doch zum Großteil auch in Frauenhand, zumindest im Alltag. Ja. In Großküchen oder in Gemeinschaftsverpflegung kochen oftmals Männer oder sind Chefköche und nicht unbedingt die Köchinnen. Und ich glaube, das ist doch auch etwas ganz Wichtiges, ja, weil wir müssen im Kleinen beginnen, ja.
Und wir dürfen uns nicht die großen Ziele setzen, wenn wir im Kleinen und im Alltag das nicht beginnen umzusetzen, ja, zu ändern. Und ich hoffe, dass ich da meinen Schülerinnen schon einiges in diesen 3 Jahren, das ist erst der 3. Jahrgang, beigebracht habe in diese Richtung. Ja, bei ihren Kaufentscheidungen auch entsprechend bewusst zu schauen, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern woher die Lebensmittel eben kommen und was man daraus machen kann. Man hat oft mehr Scheu. Man glaubt immer, es gibt keine Gleichstellung. Aber ich glaube, die Personen und die Menschen in Österreich jedenfalls hätten den Mut schon dazu. Man muss nur das Angebot schaffen. Das ist meine Meinung.